Die Welt der Familie Mittank in Marne an der Nordsee ist seit Wochen komplett aus den Fugen geraten. Ihr Sohn ist verschwunden. Nee, ich habe jetzt keine Zeit. Tut mir leid. Ich muss sie leider abwürgen. Nein, tut mir leid. Ja, ich habe immer das Gefühl, dass ich denke, es könnte eventuell mein Sohn am Telefon sein und mich um Hilfe bitten, mir sagen, wo er ist. Seit 7 Wochen keine Nachricht, kein Lebenszeichen, nichts. Dabei gilt ihr Sohn Lars als sehr zuverlässig. Er hilft sehr viel, weil mein Mann hat einen Schlaganfall vor 2 Jahren gehabt. Und seitdem braucht er eben auch Hilfe, also er kann körperlich nicht mehr so viel arbeiten. Und deswegen hilft er uns. Lars geht 7 Tage Woche Schicht arbeiten in Wilhelmshaven und kommt nach dieser Schicht im Prinzip jedes Mal hierher. Er ist eben einfach ein guter Sohn. Einen besseren Sohn können wir uns einfach nicht wünschen. Der 28-jährige Lars Mittank gönnt sich Anfang Juli das erste Mal in seinem Leben einen Männerurlaub. Eine Woche in Bulgarien mit Bekannten aus der Schulzeit. Sie wollen es richtig krachen lassen. Für Billigtouristen besonders verlockend der Goldstrand in Varna. Mit exzessiven Partys, Drogen und allem, was dazugehört. Auch Lars war hier unterwegs. Wo genau versucht Privatdetektiv Andreas Gütig im Auftrag der Eltern zu recherchieren? Gütig ermittelt schon seit Wochen vor Ort in Varna. Immer auf der Suche nach einem Lebenszeichen von Lars. Ja, hier befinden wir uns an einem Haus. Das ist typisch hier für diese Region. Hier sind Obdachlose, die tatsächlich übernachten. Und wie man hier sieht, sind hier komplett im ganzen Haus Zeichen angebracht. Und selbst danach gehe ich, dass irgendwo Lars eine Nachricht hinterlassen haben könnte. Aus seiner Panik heraus, Hilfe, Lars oder was weiß ich auch immer. Selbst darauf achte ich. Die letzte Station von Lars vor seinem Verschwinden hat Detektiv Gütig ermittelt. Ein Flughafenarzt hatte Lars als letzter in Varna gesehen. Der junge Deutsche stand möglicherweise unter Drogen. Als ein uniformierter Flughafenangestellter erschien, verließ Lars das Zimmer fluchtartig. In dem Moment, als er den Uniformierten gesehen hat, hat er sich total erschreckt. Sagte, er hat Angst um sein Leben, er will nicht sterben. Das letzte Bild des jungen Mannes. Gepäck und Telefon ließ er zurück. Seine Mutter hatte ihm sogar noch Geld überwiesen. Er holte es nie ab. Fest steht, am Samstag vor seiner Rückreise hatte Lars eine Auseinandersetzung. Angezogen mit einem grünen Werder Bremen T-Shirt, eckt er bei Bayern München Fans an. Ein Wort gibt das andere. Hier ist eigentlich der ausschlaggebende Punkt, wo Lars tatsächlich in eine Schlägerei verwickelt war. Hier wurde Lars definitiv verletzt. Lars ist von da hinten von einer Diskothek zu seinem Hotel Viva nach vorne durchgegangen. Und hier ist eigentlich die Schlüsselstelle gewesen, wo anscheinend entweder Russen oder Bulgaren bezahlt wurden, um Lars tatsächlich in eine Schlägerei zu verwickeln. Und hier hat Lars auch die Verletzung davon gezogen, dass sein Trommelfell eingerissen war. Und das war auch die Ursache, warum er nicht fliegen konnte. Lars versucht sich am Sonntag zu regenerieren, das verletzte Ohr zu schonen. Flugfähig ist er am nächsten Tag trotzdem nicht. Die Kumpels reisen ohne ihn nach Hause. Sein Freund Kai kennt Lars schon seit der Kindheit. Er hat mit Bekannten die Facebook-Seite Findet Lars Mittank ins Leben gerufen. Das Verhalten der alten Schulfreunde ist ihm unverständlich. Er war verletzt und war nicht reisefähig. Und meiner Meinung nach hätte in dem Moment jemand dort mit vor Ort bleiben müssen und sagen, hey komm, wir fliegen einen Tag später zusammen oder wir setzen uns zusammen im Bus, wenn Fliegen gar nicht geht. Lars, angeschlagen und flugunfähig, versucht in Varna in einem Krankenhaus aufgenommen zu werden. Vergebens. Nach Recherchen des Detektivs bringt ein Taxifahrer Lars am 7. Juli ins Hotel Color. Die Absteige liegt im berüchtigten Roma-Viertel Maxuda. Möglicherweise ein Fehler. Hier beginnt auch diese dubiose Geschichte eigentlich, weil hier hat angefangen, Lars in Panik zu kommen. Er hat fluchtartig um 4 Uhr das Hotel verlassen, hat ein Versteck aufgesucht, hat auch mit seiner Mutter kommuniziert 2-mal, dass er Angst um sein Leben hat. Für die weiteren Ermittlungen kommt Unterstützung. Ein russischer Kollege soll verdeckt im Hotel Color weiter recherchieren. Der Vorteil ist ja, dass du eben beide Sprachen beherrschst. Dass du dich mehr Richtung Deutscher ausgibst als anstatt Russe oder sonst irgendwas. Verstehst du, dass wir eventuell noch die Chance haben, dass die denken, dass du die Sprache nicht beherrschst und dass die irgendwas da in irgendeinen Kreisen sagen? Also meinst du, da muss ich als
Als Deutscher auftreten, ja, genau. Weil dann haben die vielleicht den Hintergrund, dass die sagen, okay, der versteht uns eh nicht, wenn wir über Drogen reden oder sonst irgendwas, aber du bekommst das mit und kannst dann Informationen liefern, weißt du, was ich meine? Ja, ja, ja. Von Lars Mittank gibt es bis dahin immer noch kein Lebenszeichen. Er hat weder Kontakt mit seiner Familie aufgenommen, noch Geld abgehoben. Der Verdacht des Detektivs: Lars kam im Hotel in Kontakt mit Drogen. Für die These spricht, dass Lars in jener Nacht mehrmals seine Mutter anrief. Er war panisch, fürchtete sich im Hotel und wollte aus Varna verschwinden. Angeblich sei er in der Schwarzmeerstadt nicht mehr sicher. Er hat sich schon irgendwie das Herz zusammengekrämpft, weil man so weit weg ist und nicht viel tun kann. Ich habe natürlich versucht, meine eigenen Ängste hinten anzustellen und ihm Kraft zu geben und ihm gut zuzusprechen, fest zu sein beim Gespräch. Aber natürlich geht einem alles möglich durch den Kopf, wenn dein Kind da rumirrt. In einer Gegend, die er nicht kennt. In Varna trifft Detektiv Gütig seinen Kollegen am Morgen am Hotel Color. Hi, grüß dich. Mensch, bin ich froh, dich zu sehen. Ja, ich auch, ja. Ja. Und, wie schaut's denn aus? Also, war ich eineinhalb Stunden unten im Bar gekocht. Da kann man Gras kaufen. Gibt's Prostituierte, eigene. Wie kommst du da drauf, wegen Gras kaufen? Hast du da ja, im Hotel? Hab ein paar Getränke bestellt und mit dem Quatsch. Kein Problem. Also das Zimmer ist sauber, was Technik betrifft? Ja. Es ist auch keiner drin gewesen in der Zeit, wo du außerhalb vom Hotel warst? Kein Gast, gar nichts. Okay. Ist ganz ruhig. Okay. Am Tag seines Verschwindens macht sich Lars gegen 5 Uhr morgens mit Gepäck auf dem Weg zum Flughafen. Eine halbe Stunde später liest ihn eine Sozialarbeiterin auf, die mit dem Taxi unterwegs ist. Denen ist aufgefallen, dass Lars also sehr, sehr stark gewunken hat und sie hat ihn dann gebeten mitzufahren. Also sie hat ihm das angeboten und es hat auch Lars wahrgenommen. Und ihr ist aufgefallen, auch den Taxifahrer, dass Lars sehr erweiterte Pupillen hatte. Gegen 6 Uhr liefert sie Lars am Flughafen ab. Die Überwachungskameras des Flughafens registrieren, dass er sich bis 9.20 Uhr im Flughafengebäude rumtreibt. Er bittet seine Mutter, ihm 500 Euro per Western Union zu überweisen, macht sich im WC frisch. Dann geht er zum Arzt. Er rieb seine Hände, war unruhig, hatte kein Vertrauen, als wir versuchten, etwas gegen die Schmerzen in seinem Ohr zu unternehmen. Die Medikamente, die wir ihm gaben, ließ er auf dem Tisch liegen und sagte, ich möchte nicht behandelt werden. Zeugen beobachten, wie Lars das Flughafengebäude verlässt und lossprintet. Für den Freizeittriathleten ist der 2,50 Meter hohe Stacheldrahtzaun kein Hindernis. Dann verliert sich seine Spur. Jetzt eine neue Nachricht. Lars wurde 3 Tage nach seinem Verschwinden angeblich gesehen. 90 Kilometer von Varna entfernt. Zu Hause in Deutschland ist Mutter Sandra für alles gewappnet. Ich habe immer schon Sachen zu liegen, falls ich einen Anruf bekomme, dass ich dann auch sofort losfliegen kann. Das sind jetzt welche Sachen? Das sind jetzt Sachen für Lars, weil er braucht sicherlich neue Sachen, weil er ja nichts mehr unten hat, damit er sich dann umziehen kann und in seinen Sachen auch wieder wohlfühlen kann. Und ich stehe eigentlich immer schon auf gepackten Koffern, damit ich dann auch gleich losdüsen kann, wenn ich einen Anruf bekomme und man ihn findet. Mittels Spenden will die Mutter die Suche intensivieren.